So, heute wird wieder etwas rumexperimentiert. Ich bin ja so ein Riegelfreak und will mir so eine Kokosbombe machen. Sowas wie so ein Bounty. Was man braucht, Kokosraspeln, Bio-Kakaopulver, Wayne Schokoladengeschmack, Kokosöl und irgendein Süßstoff. Ich nehme hier Erythrit, hat keine Kalorien. Jo, leg mir gleich mal los. Hau ich jetzt 5 Gramm von dem Bio-Kokosöl rein. Hau hier schon etwas Süßstoff rein. Und minimal Wasser. Das vermischt ihr jetzt zu einer Masse und werde daraus jetzt erstmal so einen Riegel vormachen. Aber das wird jetzt hier erstmal komplett vermischt. Jetzt habt ihr so einen Riegel geformt, das kommt jetzt 20 Minuten ins Eisfach. So, während ihr wartet, machen wir hier die Schokoladenglasur. Dann mischt ihr jetzt einfach das Schokoladenwhey mit dem Kakaopulver und etwas Süßstoff und natürlich etwas Wasser. Schauen wir mal, wie viel wir brauchen. So, ihr seht, es soll noch richtig dick sein, also nicht zu flüssig. So, jetzt warten wir, bis der Riegel abgekühlt ist und dann sind wir schon fast fertig. Raus aus dem Eisfach und jetzt nehmt ihr hier diese Glasur. Und haut die so gerade drüber. Und wende den Riegel natürlich dann. So, jetzt ist das komplette Teil überzogen. Das kommt jetzt für eine Stunde in den Gefrierfach nochmal. Und dann kann man das auch gerade zurechtschneiden. So, da ist das gute Ding. Schneidet euch jetzt hier gerade raus. Geschmackstest. Noch etwas kühl, aber vom Geschmack richtig geil. Probiert's mal aus. Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal.